Außer dass wir hier zugucken, wie hier die Roggenfelder gepflanzt werden. Verschlechtern sich um 30. Interessengruppe 5 Jahre. Passive Haltung. Sind bereit. Ja. Wir stellen uns erstmal gegen Österreich. Sind die mit irgendwem im Krieg? Habe ich was verpasst? Ja. Kann ich mir sogar aussuchen, was ich erobern will. Interessant. Wir könnten ein Embargo verhängen. Rivalität. Zollunion da unten. Beziehungsverbessern mit dem Osmanischen Reich. Das gibt's ja gar nicht. Dass die sich da gut unterhalten wollen. Obwohl eigentlich geht es um Serbien. Und naja, vor allen Dingen erstmal um Bosnien. Bob, der Meister. Haben wir eine Schaufel? Ja, wir arbeiten dran. Wir haben wieder ordentlich Miese. Marktmäßig, wie sieht's aus? Werkzeug. Ah, da tut sich was. Haben bald hier nicht mehr Probleme. Exportiert wird hier nichts mehr. Wir könnten ein bisschen verkaufen. Ein bisschen. Würde der Import auch teurer werden. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Nur ein bisschen. Ja, wir brauchen das Werkzeug, um selber zu bauen. Ich bin hier der Senat. So, was ist denn so am teuersten? Ja, Luxuskleidung. Luxuskleidung, da könnten wir mal drüber nachdenken. Wer möchte denn Luxuskleidung produzieren? Das wäre Danzig doch eigentlich recht sexy. Müssten wir aber auch erstmal eine Kleidungsproduktion aufbauen. Aber allerdings haben wir doch jetzt hier ein Tuchwerk aufgebaut. Wie ist das so, wenn wir das jetzt hier auf Handnäherei umstellen? Zieht mir Kleidung ab und gibt Luxuskleidung. Bräuchten wir aber Seide für. Mein Nitroglycerin ist fertig. Okay. Vergiss erstmal hier alles andere. Zerheilertyp wurde abgeschlossen. Jetzt geht's hier auf einmal los. Leute, entspannt euch. Das haben wir fertig. Das können wir jetzt hier als nächstes machen. Druckglycerin. Den Kessel? Der Kessel wird ja gerade gemacht. Wenn wir den Kessel noch ein bisschen unterstützen, geht er doch schneller, ne? Ja. Wir benötigen Konvois. Das glaube ich eher weniger. Lass mich hier nur verarschen. Inaktive Handelsrouten. Und kein Eisen mehr. Ich würde ganz gerne nochmal Eisen kaufen. Ich brauche Eisen. Ich liebe Eisen. Können wir nicht irgendwo importieren? Nicht wirklich. Nur so ein bisschen. Wie sieht es mit dem Getreide aus? Gibt es da schon einen neuen Markt? Die Russen bieten was an. Jetzt können wir es wieder tun. Gut, Technologie, was war das jetzt hier alles mit der Politik? Gibt es da noch irgendwas, was Sinn macht? Merkantilismus, Merkantilismus. Also lassen wir das mal alles so stehen, wie es ist. Oh, was gibt's hier? Ein Brief. Liebe Bürokratie. Nein, liebe ich nicht. Technologischer Fortschritt. Ja, da sind wir dabei. Da sind wir dabei, denn das ist prima. Viva Colonia. Da 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 da. So, was macht unsere Tuchproduktion? Wo sind unsere Tücher? Wer konnte übersehen? Ich hab immer gern alle Ressourcen drin, eigentlich ist das Quark. Das sind die Industriegebote, das sind Luxus. Und hier bei den Rohstoffen gut übersichtlich die Tücher. Noch ein Minus von 116. Das wird sich aber gleich rapide ändern. Eigentlich geht es jetzt gleich richtig krass bergauf. Vor allen Dingen, wenn die drei Viehweiden fertig sind.
Damit hätten wir das Problem dann eigentlich erstmal geklärt, aber da werden wir sowieso noch erhöhen müssen, weil wir immer noch ein großes Defizit an Kleidungsstücken haben. Nahrungsmittel sollten jetzt mit der Fabrik so mindestens ein bisschen in die Richtung laufen. Ja, wir brauchen aber allerdings, wo sind denn hier die Lebensmittelfabriken? Haben wir keine Lebensmittelfabrik irgendwo zu stehen? Da gibt es eine Lebensmittelfabrik. Sogar eine Fünfer. Ja, da brauche ich hauptsächlich Getreide für. Und ein little bit Zucker. Können wir das noch irgendwie ändern? Ja, Bäckerei. Ah ja, hier sind Spirituosen. Weniger Zucker. Ja, dann machen wir weniger Umsatz. Ist jetzt nicht so clever. Ist unproduktiv geworden. Fleisch ist unproduktiv geworden. Ja gut. Wenn ihr kein Fleisch mehr haben wollt, aber das Papier will ich haben. Kann man für Fleisch wieder verkaufen? Ist das das Luxusware? Ja. Willst du einer kaufen? Ja, die Toskana will's haben. Und die Russen. Gut, immer gib ihm. Westfalen, Marktzugriff. Müssten wir mal eine Schiene bauen. Gerade schlecht. Stahl läuft wieder an. Stahl könnten wir genug haben. Wenn wir hier noch Werkzeuge hinbauen. Ich auch eine Werkzeugfabrik hinbauen? Kann nicht schaden, oder? Wird sowieso produziert. Kohle haben wir da, Eisen haben wir da. Ja, warum nicht? Dann kann er sich gleich das Stahl nehmen, hier rüber schmeißen, können Werkzeug produzieren. So. Geld immer noch nicht im grünen Bereich. Und langsam könnte es jetzt enge werden. Können wir noch irgendwas machen, um wieder auf Geld zu kommen? Ja, wir könnten unsere Militärausgaben etwas kürzen, aber das will ich nicht. Können wir hier irgendwas tun? Wir könnten Möbel reintun. Da müssen wir aber drei andere Sachen rausnehmen. Fleisch könnte man reinnehmen. Da müssten wir aber zwei andere rausnehmen. Und der einzige 100er ist Glas. Und Glas reicht nicht an die rein. Also die ich schon drin habe, die sind schon geil. Die sind schon sexy. Also alles erstmal in der Hinsicht zumindest richtig gemacht. Verteidigungspakt mit Schweden. Ja, den nehmen wir. Schweden, schönes Land. Den hätte ich anfangen sollen. Hier oben könnte ich Norwegen erobern, nicht um Ruhe. Ja, ich habe überlegt, ob ich Frankreich nehme, weil dann hätte ich auch Kolonien und so weiter gehabt. Ja, hätte ich mir meine Maginot-Linie aufbauen können und hätte gekämmt. Gut, dann wäre ich zwar oben überrannt worden, aber das ist eine andere Geschichte von früher. Ja, naja. Man macht den Fehler halt auch öfter mal zweimal gegen die Deutschen, aber reden wir nicht drüber. Gut. Lebensmittelfabrik. Ist in Arbeit. Mehr Eisen ist in Arbeit. Viehhöfe sind in Arbeit. Wir können ja mal ein bisschen Tempo machen wieder. Bup. 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 Wunderbar. Was nehmen wir denn jetzt als nächstes? Wieder am Markt gucken. Wie läuft's denn? Doppelklick, wir wollen alles haben. Kümmern wir uns jetzt erstmal ums Getreide. Hauptpriorität ist jetzt Getreide erhöhen. Schön Mukuweide hier, Roggenfelder, immer gib ihm. Immer lustig, tralala. Hier können wir auch noch ein Roggenfeld anlegen, damit die Bauern immer ein bisschen was zu tun haben. Hier gibt es Lebensmittelfabrik, also Roggenfeld. Hier haben wir erstmal drei Felder. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir auch drei Felder. Was macht ihr so? Ihr könnt eine Vierweide haben. Ihr habt ja ihr Tücher. Siehst du, wunderbar. Und schon haben wir wieder Sachen zum Bauen. Es wird immer weniger hier oben, was wir hier so machen müssen. Was sage ich mit der Flotte? Wir brauchen keinen Admiral. Für unsere drei Schiffe? Wofür? Ja, Produktionsmethode. Ja, ganz toll. Wir haben hier drei Schiffe. Nennt man Marine. Ja, ich weiß. Ist aber nicht viel. Nächste Werkzeugfabrik. Werkzeug. Ja, weil wir jetzt gerade wieder so viel bauen.
Fehlen uns Werkzeuge. Das machen wir aber mit Leidenschaft wieder weg. Papier ist immer noch nicht genug da. Arbeiten wir aber auch dran. Ja, immer stets bemüht. Hier gibt es Holz. Wie viel braucht er? Ja, den müssten wir eigentlich auf 2 erhöhen, aber nehmen wir erstmal so. Marktplatz. Eisen ist billiger geworden. Das ist schon mal gut. Friedensvertrag mit Kasachstan. Ja, erober, was du nicht willst. Gibt es immer noch nicht. Getreide können wir nicht kaufen. Vergiss es. Franzosen. Eisen gerade schlecht im Angebot. Kohle. Kein Export mehr. Wir brauchen zurzeit echt Kohle. Ja. Hier kriegen wir doch 10% mehr, nicht wahr? Ich meine, ich habe jetzt überall so eine kleine Kohlemine aufgebaut, aber die ist jetzt ja nicht unbedingt geil. Hier noch eine Kohlemine. Immer gib ihm immer mehr Kohle. Jo, jetzt geht's hier los mit Roggenfeldern, Junge. Bam, 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 bam. Ach, schön. Ich liebe es zu bauen und zu gucken, wie sich das hier langsam und stetig entwickelt. Es wird ja immer mehr. Ist gleich die Lebensmittelfabrik fertig. Kommen wieder Leute, die arbeiten. Guck mal, da ist sogar das Gebäude dafür. Oh, wie knuffig. Immer außen am Stadtrand zu sehen. Wir brauchen etwas Zucker dafür. Konservierungsmethode haben wir noch nicht. Brotfabrik. Würde mehr Werkzeug bringen. Brauchen wir eine Methode? Brotfabrik. Das wäre echt praktisch. Haben wir aber nicht. Ja, wir können doch hier mal reingucken. Wer will was? Verteidigungsbündnis mit Sachsen. Ja, gut, wenn es sein muss. Sind wir eigentlich Freunde? Wie läuft's denn da so? Herzlich. Interaktion, Beziehungen, Frieden. Beziehungen verbessern können wir nicht mehr. Hier schon alle Gebäude voll besetzt? Nein, die Tuchfabrik. Da müssen noch echt viele Leute arbeiten gehen. Ah, Magdeburg ist so ein Zentrum, da will ich auch unbedingt viele Leute haben, die dort arbeiten. Ja, alles, was so ein Kernland Deutschlands ist, soll nachher wirklich viel haben. Außer bei Schlesien kannst du nicht viel machen, weil das ist eine Region, die ist einfach Oberaffentitten geil. Da können wir nicht drum rumreden. Und hier kommt bei Gelegenheit noch eine Lebensmittelfabrik hin. Aber wir können auch hier ein bisschen Kohle produzieren. Wie läuft's? Dafür, dass wir jetzt hier schon 3 Jahre um haben. Wir sind immer noch nicht im Plus und langsam haben wir den Kreditmakel an. Das heißt, wir sollten jetzt mal langsam gucken, dass wir ins Plus kommen. Möglichst irgendwas einstellen oder verkaufen. Handelsroute Hartholz wird zurzeit noch gekauft. Wahrscheinlich über einen Handelsvertrag. Brauchen wir nicht kaufen. Import. Kommt zumindest genug rein. Was sagt allgemein unser Holz? Nur der Import aus Russland nur noch da. Echt? Wir haben so viel Holz? Ja, dann können wir ja Papier bauen, noch und nöcher. Ein guter Jahrgang. Prestige. Weinausstoßende Gebäude. Ich wäre für Prestige. So viel Wein haben wir auch nicht. Werkzeuge, Papier, Eisen, alles sehr teuer.
Gut, so langsam müssen wir dann jetzt unsere Bauvorhaben etwas einschränken, damit wir hier wieder in den grünen Bereich kommen. Also, sobald die Roggenfelder fertig sind, gucken wir erstmal, was wir so geschafft haben. Und dann werden wir unser Minus hier mal ein bisschen begleichen. Sollte eigentlich, sobald die Fabrik fertig wird, deutlich weniger werden, was wir an Minusgeldern haben. Schade, dass man die Dienstleistung nicht verkaufen kann. Ja, plus minus null. Tücher. Keine Importe mehr. Brauchen wir nicht kaufen. Genug Tücher vorhanden. Nitroglycerin. Siehst du. Können wir noch umstellen? Ganz vergessen. Nichts, so eine Kleinigkeiten dürfen mir später nicht passieren. Wir produzieren jetzt weniger Dünger, dafür aber mehr Sprengstoff. Blei, können wir was exportieren? Ah, die Briten würden ein bisschen nehmen, aber das ist jetzt auch nicht überragend. Schwefel, Fleisch. Der Schwede und der Franzose würden ein bisschen was kaufen. Ja, also Fleisch sind wir erstmal gut dran. Was hat unser Getreide? Läuft, sind wir dran. Werkzeugfabrik. Sollte jetzt ordentlich vorangehen, was wir an Werkzeugen haben. Stahlwerk arbeiten noch wenig Leute. Unsere kleinen Stahlwerke machen nicht so viel berauschenden Umsatz. Das könnten wir ein bisschen fördern durch Kapitalisten. Aber brauchen wir auch nicht. Wichtig ist erstmal, dass da die Werkzeugfabrik läuft. Ja, denn wenn die anläuft, läuft automatisch auch das Stahlwerk besser. Logisch, weil der eine vom anderen profitiert. Schwefelmine gibt es hier theoretisch. Könnte man Papier bauen, machen, tun. Papier ist auf Stufe 2. Hier hätten wir ja auch Papier, aber hier wollte ich nicht unbedingt mehr Papier machen. Möbel. Wir müssen jetzt erstmal erst aufs Geld achten. Sobald wir hier mit den wichtigsten Sachen hier durch sind. Wir haben jetzt knapp 200.000 Miese, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, das werden wir gerade so überleben. Aber wir werden jetzt gucken, dass wir das irgendwie ausbalanciert kriegen. Was sagen denn unsere ganzen Tücherwerke? Produziert noch ein bisschen Kleidung. Immer noch eins unserer größten Defizite. So, jetzt sind wir doch wieder im Plus. Jawohl. Noch ein Roggenfeld. Jo. Der Kochkessel ist fertig. Halt. Neue Technologie. Was nehmen wir denn? Glas, neue Methoden, Lebensmittelmaterial, Produktionsmethode frei. Neues Brennverfahren, das kann nicht schaden. Konservierung? Weiß ich noch nicht. Hört sich teuer an. Verbesserter Dünger. Stahlbetontechnik. Besseres Verfahren bei den Stahlwerken. Das würde es billiger machen? Kann nicht schaden. Machen wir es erstmal so. Macht das erstmal billiger. Gut, warte, 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 siehst. Bevor ich das wieder vergesse, umstellen. Auf den Kessel. Wir brauchen weniger Arbeitskräfte und können mehr produzieren. Wer hat sonst noch so den Kessel? Das ist immer schwierig, wenn man das nicht von Haus aus weiß. Irgendwer hat er noch den Kessel. Und wenn ich drauf komme, sage ich es euch auch.
Nee, die Glasbrennerei macht Porzellan. Braucht ihr einen Kessel? Nein. Irgendwer braucht noch einen Kessel. Ah, Kessel. Du brauchst erstmal nichts. Und was kriege ich denn davon? Ich brauche weniger Arbeiter an der Papiermühle. Ja, das ist jetzt aber nicht unbedingt sexy in Sachen Arbeitskräfte. Außerdem haben wir nicht so viele Werkzeug und Kohle. Deswegen lassen wir das erstmal genau so stehen, wie es ist. Genau so stehen lassen, wie das ist. Wie machen wir das jetzt ja eigentlich mit meiner Bürokratie? Die macht hier gerade wieder so einen kleinen Abgang. Können wir noch irgendwas wieder rausnehmen? Aus unseren super Handelsrouten? Dünger geht raus. Und auf die paar Werkzeuge verzichten wir auch. Das Einzige, was wir jetzt noch holen würden, wäre Getreide. Wenn wir es kaufen können aus Belgien. Und schon machen wir wieder Minus in diesem Bereich. Ja, wieder ein schönes Gefühl. Danke. Papier schön teuer. Ja, komm, auf das bisschen kommt es nicht drauf an. Wir arbeiten ja auch dran. Ich mache jetzt mal die Kohlemine fertig und dann müssen wir doch erstmal warten, bis wir wieder ein bisschen im Plus sind. Können wir nur noch ein Vorhaben hier so ganz gemütlich vorantreiben. Hauptsache erklärt uns jetzt keiner den Krieg. Wir sind gerade ein bisschen eng mit dem Geld. Aber ich liebäugle hier nochmal meinen Dings auszubauen. Ja, das ist schon schön. Werkzeug wird sich jetzt deutlich verbessern. Import wird teuer, ja, dann kriegen wir nichts mehr rein. Ja, ich weiß, Papier ist teuer. Tempo! Das Roggenfeld wird als erstes fertig. Wir sind wieder im Plus. Hip hip. Hurra. Ja. Können wir hier noch irgendwas machen? Zurzeit erstmal nicht. Das Einzige, was wir wirklich machen können, sind die Militärausgaben etwas reduzieren. Es bringt aber auch nicht wirklich viel Geld. Ja, wenn nichts gebaut wird, guck mal, dann sind wir doch hier ganz gut dabei. Portroute für Eisen. Hier wird kein Eisen geholt. Finger weg von meinem Eisen. Ja. Ja, Inlandschutz. Bitte nichts. Exportieren, da wird's teuer. Könnt ihr euch doch gar nicht leisten. Ich brauche Eisen. Ganz dringend. Ja, hier wird noch. Hier arbeiten sie noch dran. Wie läuft's? Den haben wir Stufe 3, der ist fast voll. Der ist Stufe 3. Ja, hier sind 8. Hier drüben haben wir genug Landwirtschaft. Roggi. Sachsen-Anhalt, da würde ich ja ganz gerne noch eine Lebensmittelfabrik irgendwann hinhauen. Ja komm, bau. Eins können wir noch bauen. So viel Geld haben wir noch. Lebensmittelfabrik, da sollen jetzt erstmal Leute eingestellt werden. Das kann eine Weile dauern. Bäckerei, Süßungsmittel, ja, da brauchen wir mehr Zucker. War schlecht. Zucker haben wir gerade nicht. Solange wir hier nicht genug Getreide haben, passiert ja schon mal gar nichts. Ja, die Frage ist natürlich, ob es vielleicht cleverer gewesen wäre, zuerst mehr Getreide anzubauen. Das ist immer ein bisschen schwierig.
Muss man echt noch mal gucken. Das bisschen Getreide bringt nichts mehr. Wir haben immer noch ein kleines Minus. Was immer schwer zu sagen, was im ersten Moment sinnvoller ist an Bevölkerung. Ja, wenn wir da mal reingucken. Wo ist denn meine Bevölkerung? Bevölkerung. Migration minus. Warum denn? Verarmt. Was brauchen die denn so zu essen? Wenn ich mal sehen würde, was die alles so bräuchten. Besteuerung, Ausgaben. Sterblichkeit. Das ist ja alles ganz interessant. Lebensstandard. Ja, damit habe ich mich noch nicht so ganz befasst. Handel. Bauern. Ja, was braucht der Bauer jetzt? Verarmt. Schnitt pro Kopf. Das ist ja alles ganz toll. Ich weiß aber immer noch nicht, was er letztendlich alles so braucht. An Essen. Ob ihm das jetzt mehr hilft, wenn ich jetzt erst Felder anlege? Das vielleicht die sinnvollere Variante gewesen wäre. Und dann erst Industrie. Schwierig. Ja, aber im Nachhinein sind wir immer alle schlauer. Müsste man echt mal dann ausprobieren. Mal schauen, wie andere das gemacht haben. Hier arbeiten sie noch am Roggenfeld. Hier können wir jetzt nochmal erhöhen. Immer gib ihm. Immer mehr Felder. Märkte, Eisen, ja, ich weiß. Ja, wir haben gerade wieder ein bisschen viel gebaut. Ich weiß, meine Schuld. Wir wollen ja wieder auf die Null kommen. Das kriegen wir gleich hin. Ansonsten geht's doch erstmal. Keine Ahnung, hört's gut aus. Ja, Getreide kostet nicht mehr so viel, das ist schon mal gut. Kohle bräuchten wir auch mehr, wir bräuchten eigentlich von allem was. Ja. Nix kannst du kaufen. Nix. Getreide echt schlecht. Kartenverbrauch. Also da gucken, wie viel Getreide verbraucht wird. Das ist ja schön. Hauptstadt zensieren. Festung fördern. Landwirtschaft fördern. Könnte man quasi mit Autorität, könnte man Landwirtschaft und so weiter fördern. Eine Kampagne. Ölpumpen, Holz, Fischerei und so weiter könnte man alles erstmal machen, aber dann haben wir das Geld nicht mehr. Da bin ich ja gar kein Fan von. Wenn wir kein Geld mehr haben. Nicht gut. Bin ich kein Fan von. Hier mal eine Kohlemine bauen. Ja. Ach, schön. Ja, es ist halt, ja, ich sitze ja eigentlich nur rum und gucke mir die Sache an, wie komme ich hier am besten voran. Ich gucke mir die Sache an, wie komme ich am besten voran.
Schwierig, schwierig, schwierig. Paar Mannsmeere, Strände, düsterem Wald, Revier. Drei Wochen wird hier noch was fertig gebaut und dann haben wir erstmal überall Felder gebaut, wie so ein Verrückter. Offensichtlich hatten wir zu viel Langeweile. Oh, wir machen wieder 3000 Minus, ist aber kein Problem. Das nächste Roggenfeld ist ja gleich fertig. Ja, und dann warten wir, bis alle fertig sind und dann bauen wir hier noch die Werkzeugfabrik aus. Ja, momentan brauchen wir wieder Werkzeug. Holzfällerlager, Handelsrouten. Aber da brauchen sie Holz. Ja, Holz auch, aber Werkzeug meinte ich gerade. Wo läuft es eigentlich mit dem Holz? Weil wir nichts haben, aber Holz haben wir. Und jede Menge Tücher. Schön, wir könnten noch mal Tücher exportieren. Zurzeit. Hier, die Franzosen. Bitte sehr. Habt ihr ein paar? Nicht aber nicht alle. Sobald wir hier in der Lage sind, ne? Ein bisschen Kleidung herzustellen, brauchen wir die Tücher wieder zurück. Zumindestens, dann brauchen wir mehr Tücher. Kohlemine kann ich hochstellen, wie ich will. Macht kaum einen Unterschied. Bin mal echt gespannt, was ihr alle dazu sagt. Ich weiß, es werden nicht viele spielen, dieses Spiel. Es ist auch hochkomplex und teilweise muss ich sagen, passiert erstmal nicht viel. Vor allen Dingen, wenn man das Spiel noch nicht kennt und noch nicht weiß, was man also machen muss. Noch Schwefel verkauft, hier wird noch Fleisch verkauft. Wir brauchen ein bisschen mehr Bürokratie. Hier werden noch Werkzeuge eingekauft. Das könnten wir unterbinden. Blei, Stahl. Wir kaufen hier tatsächlich Luxusdings ein. Kriegsschiffe, die brauchen wir doch nicht. Siehst du? Können wir da wenigstens einen Konvoi wieder rausnehmen. Ungenutzte Bauvorhaben. Ja, das weiß ich. Gut. Ja, wir müssen noch ein Jahr nichts tun und dann sind wir eigentlich wieder im Plus. Aber bis dahin sitzen wir da. Mit Wind im Haar. Auf meinem anderen Spielstand lief es besser. Muss ich jetzt mal sagen. Zumindest finanziell. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was ich anders gemacht habe. Also viel anders habe ich es auch nicht gemacht. Vielleicht habe ich da ein paar mehr Felder zum Anfang gebaut. Keine Ahnung. Ja, wie ist das denn hier mit der Bevölkerung? Die wächst nicht unbedingt. Wir haben ein paar Arbeitslose. Wo sind die? Wo haben wir hier Arbeitslose? Bevölkerung. Wer ist hier arbeitslos? Da stand irgendwas von 0, da gibt es Arbeitslose. Das ist doch hier nicht wahr. Hier, da kann man doch in die Mine gehen oder aufs Feld oder wo auch immer. Warum wollt ihr denn nicht arbeiten gehen? Hier ist doch genug zu tun. Gibt es Arbeitslose? So ein Unsinn. Skandal. Dann Horst noch eine. Die Werkzeugfabrik erhöht hier. Total aus Panik. Warte mal, hier unten. Hatte ich eigentlich die Werkzeug? Nee, hatte ich nicht. So, die stellen wir jetzt auch um. Verdammt, dann brauchen die ja wieder. Dann haben die ja wieder keine Arbeiter. Quasi. Also, die müssen ja dann woanders arbeiten gehen. Ich glaube nicht, ob die Lust haben, in die Kohlemine zu gehen. Die sehen nämlich nicht so aus. Hier könnte man Blei holen. Hier gibt es keine Arbeitslosen. Eine Idee. Papierimport hinzufügen.
Ja. Wir brauchen ja eben Papier. Tut mir leid. Ja, das bisschen Getreide macht den Bock auch nicht fett. Dann können wir erstmal. Oh. Sitzen wir immer noch da. Und nichts passiert. Vielleicht hätten wir nicht so viel Holz aufbauen sollen. Vielleicht hätten wir doch mehr gleich in Getreide investieren. Ich meine, wir arbeiten ja dran und das läuft hier ja auch. Ja. Ist ja nun nicht so, als wenn wir hier nichts machen. Kohlemine, die müssen jetzt ja auch erstmal alles besetzen hier, die ganzen Felder. Und sobald hier die ganzen Felder besetzt sind, müsste doch da auch ordentlich was bei rumkommen. Ja, wir könnten jetzt zum Beispiel Äpfel noch produzieren. Dünger können wir erstmal nichts weitermachen. Da können wir auch nichts verbessern. Ja, ist halt erstmal so. Überall haben wir hier unsere kleinen Roggenfelder zu stehen. Da wird auch noch dran gearbeitet. Überall fehlen noch Leute. Naja, gut. Wir sind fast wieder bei plus minus null. Also 100.000 sind wir noch in der Kreide, aber daran arbeiten wir ja. Das heißt, in den nächsten paar Monaten sind wir wieder auf einem akzeptablen Bereich. Wie weit sind wir eigentlich hier mit dem Dings gekommen? Das hatten wir fertig. Gut. Dafür brauchen wir Bürokratie. Die haben wir gerade nicht da. Na dann, machen wir noch bis zum 1. Februar. Und so würde ich erstmal sagen, hören wir auf. Reingeschaut und mitgemacht. Guck, wenn wir das hier so eine Woche weiterlaufen lassen, sind wir gleich wieder raus aus der Kreide. Aber der Roland will noch irgendwas bauen. Bis zum 1. Mal weiß man noch nicht was. Getreide, Kohle, alles wird gebraucht. Na los, komm. Noch eine Kohlemine. Ja, was soll ich lügen? Bauen wir auch gleich das Roggenfeld dazu. Ja, dann machen wir erstmal Feierabend. Ich weiß, es ist nicht spannend, aber wenn einer was wissen will oder irgendwas weiß, ich werde das Spiel hier durchziehen und sobald ich mich hier gut auskenne, kann ich auch mehr Tipps geben. Ich weiß, wie ich Geld kriege, ja, eben über diese Verbrauchsteuern. Wie das dann mit der Produktion sich verhält, da muss man sich erstmal die Sache angucken, damit man dann versteht, wie es am besten funktioniert. Ja, wenn ich weiß, ich muss irgendwas nachproduzieren, zum Beispiel Eisen hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt in Stahl umwandeln sollen. Ja, Stahl ist anscheinend nicht so gefragt, aber ja. Am Ende sind wir immer wieder alle schlauer.